Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist das Chaos und ich freue mich, dass ihr hier beim Tram Simulator oder eigentlich heißt der Tram Sim dabei seid. Hier noch ein kleiner Hinweis aus dem Spiel. Achtung, dieses Produkt wurde entwickelt, um Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, selbst eine Straßenbahn zu steuern und virtuelle Fahrgäste zu befördern. Um den Berufsalltag und das Gefühl eines Straßenbahnfahrers bzw. Straßenbahnfahrerin auf spielerische Art und Weise kennenzulernen. Diese Simulation wird sehr realistisch nachgestellt, um einen selbst und dem persönlichen Umfeld mehr Verständnis und Akzeptanz für die Herausforderungen von öffentlichen Verkehrsbetrieben im Alltag zu vermitteln. Wir schaffen mit diesem Produkt die Möglichkeit, die eigene Leidenschaft für diese Materie in einer sicheren und komfortablen Umgebung virtuell zu erleben und weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Simulation nicht mit der Realität zu verwechseln ist. Okay, wir bestätigen damit, dass wir keine Straßenbahn klauen und kein Blödsinn machen, wenn wir diesen spielen in der Realität dann. Und hier sind wir schon im Tutorial. Dann lasst uns mal das Tutorial starten. Herzlich willkommen in Wien. Ich bin Daniel, dein virtueller Fahrlehrer für dieses Tutorial. Bist du bereit, einen echten 40-Tonner auf Gleisen durch die österreichische Hauptstadt zu fahren? Alles klar, dann legen wir gleich los. In diesem Tutorial wirst du alle wichtigen Grundlagen der Straßenbahn und dessen Umgebung kennenlernen, ohne in Handbüchern oder Anleitungen stöbern zu müssen. Als erstes beginnen wir mit der neuen Straßenbahngeneration in Wien, dem Flexity, deinem neuen zukünftigen virtuellen Arbeitsplatz. Hier im Cockpit gibt es viele Hebel und Schalter. Doch keine Sorge, du wirst schnell lernen, wofür diese gut sind und im Nu kannst du das Fahrzeug fahren. Aber bevor du die wichtigsten Grundlagen der Bedienung des Fahrzeugs kennenlernst, wollen wir noch sicherstellen, dass du dich auch im Cockpit wohlfühlst. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste kannst du in die freie Cockpit-Ansicht wechseln, um einen guten Überblick über den Fahrerplatz zu erhalten. Mit einem weiteren Klick auf die rechte Maustaste fixierst du diese Blickrichtung wieder. Mit der Leertaste kannst du jederzeit deine Kameraansicht zurücksetzen. Beginnen wir mit dem Fahr- und Bremshebel auf der linken Seite des Sitzes. Momentan befindet sich dieser in der Nullstellung. Drückst du ihn mit der Taste Q nach vorne, so beschleunigst du das Fahrzeug. Drückst du ihn mit der Taste Y zu dir, bremst du die Straßenbahn ab. Drücke die Taste A, um den Fahr- und Bremshebel wieder in die Nullstellung zu bringen, um das Fahrzeug rollen zu lassen. Eigentlich kinderleicht, oder? Wenn du eine Notbremsung machen musst, dann drücke die Taste X und die Straßenbahn bremst mit maximaler Bremskraft und Schienenbremse bis zum Stillstand. Bevor wir losfahren können, muss ich dir noch ein paar Sachen erklären. Kommen wir zum Armaturenpult. Groß auf dem mittleren Touchbildschirm befindet sich der Tacho und zeigt dir an, wie schnell du fährst. Links und rechts davon werden die Kamerabilder der Außenkameras angezeigt und die linke wird ausgeblendet, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit überschritten hast. Diese Kameras dienen als Rückspiegel zur Überwachung des Türraums von außen. Dieser Bildschirm kann noch mehr, aber das kannst du dir später noch in Ruhe ansehen. Jetzt müssen wir uns noch ans Stromnetz hängen. Auf der rechten Seite des Armaturenbretts befinden sich zwei weiße Schalter. Wie die Symbole auf ihnen schon zu erkennen geben, kannst du damit den Stromabnehmer anheben oder absenken oder auch die Taste O dafür verwenden. Perfekt, wir sind am Netz. Jetzt beschleunigen wir die Straßenbahn mal ein wenig auf 30 km/h, damit du ein Gefühl für das Fahrzeug bekommst. Da vorne siehst du eine Haltestelle. Wir bremsen die Straßenbahn davor behutsam ab, damit Fahrgäste ein- bzw. aussteigen können. Der optimale Haltepunkt wird bei den Haltestellen mit einem gelben Punkt in der Mitte des Gleises am Ende der Haltestelle markiert. Achte darauf, dass du die Straßenbahn genau dort mit der Zugspitze anhältst. Beim Beschleunigen oder Abbremsen musst du aufpassen, dass du dies nicht zu schnell bzw. ruckartig machst, damit die Fahrgäste nicht durch den Zug geschleudert werden und es zu keinen Verletzungen kommt. Dadurch verbessert sich nicht nur der Fahrkomfort, sondern trägt auch zur Sicherheit deiner Fahrgäste bei. So, das Fahrzeug zu steuern ist nicht so schwer, oder?
Doch der wichtigste Teil kommt jetzt: Passagiere transportieren. Rechts am Fahrersitz befindet sich das rechte Armlehne-Bedienpult. Auf dem steuerst du alle wichtigen Türbefehle. Eigentlich ist das kinderleicht. Die wichtigsten Knöpfe sind der blaue und der grüne in der Mitte. Mit dem blauen Drucktaster gibst du die Türen frei. Das heißt, die Türen sind noch geschlossen, aber wenn ein Fahrgast ein- oder aussteigen will, kann er den Druckknopf an der Tür betätigen und diese öffnet sich dann. Dafür kannst du die Taste 4 auf dem Ziffernblock deiner Tastatur verwenden. Mit dem grünen Drucktaster oder Taste 6 auf dem Ziffernblock löscht du die Türfreigabe und die Türen werden sich schließen. Hast du den Abfertigungsgong gehört? Durch dieses akustische Signal weißt du, dass alle Türen geschlossen sind. Du musst daran denken, du bist nicht allein auf den Schienen. Zeige den anderen Verkehrsteilnehmern, wenn du im Gleisbogen abbiegst, indem du den Blinker verwendest. Wir wollen nun rechts abbiegen. Daher drücke die Taste Minus auf deinem Ziffernblock der Tastatur, um rechts zu blinken. Um den Blinker auszuschalten, drücke einfach die Taste Multiplikation auf dem Ziffernblock deiner Tastatur. Wenn du mal nach links abbiegen willst, musst du die Taste Dividiert auf dem Ziffernblock deiner Tastatur drücken. Bei der nächsten Haltestelle zeige ich dir noch eine weitere wichtige Funktion für die Türsteuerung. Neben der normalen Türfreigabe kannst du auch das zentrale Öffnen mit der Taste 1 auf deinem Ziffernblock verwenden, sodass die Türfreigabe erteilt wird und gleichzeitig auch alle Türen des Fahrzeugs automatisch öffnen. Mit der Taste 3 auf dem Ziffernblock kannst du das zentrale Schließen verwenden, womit du nicht nur die Freigabe löscht, sondern auch die Funktion des Lichtschranken ausschaltest. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Fahrgäste im Türbereich den Lichtschranken blockieren. Gratulation! Du kennst jetzt die allerwichtigsten Grundlagen des Straßenbahnfahrens. Wir läuten nun kurz die Glocke, um ein Warnsignal an andere Verkehrsteilnehmer abzugeben und auf uns aufmerksam zu machen, dass wir uns mit dem Fahrzeug in Bewegung setzen. Drücke dazu einfach die Taste 7 auf dem Ziffernblock deiner Tastatur. Davidgasse. Umsteigen zu 7a. Okay, das war schon mal sehr interessant. Ich hoffe, ich habe mir das alles gemerkt. Man kann die Tutorials zurzeit leider noch nicht überspringen, weil ich spiele das gleich direkt nach Release, um es euch möglichst früh zu bieten. Und mit dem nächsten Patch, der gegen Mittag kommt, wird die Funktion zum Tutorial überspringen rausgenommen. Reingepatcht. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch das zweite Tutorial an. Und vor allem, das ist Szenario 3. Naja. Beginnen wir mit dem Hauptmenü. Hier ist der Ausgangspunkt der Simulation. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dir ein ansprechendes und intuitives User-Interface zu entwickeln und die meisten Schritte selbsterklärend zu gestalten. Ein paar Tipps und Informationen vorab will ich dir aber mit auf den Weg geben. Du hast die Möglichkeit, bei einer neuen Spielauswahl ein freies Spiel oder den Fahrplanmodus auszuwählen. Wichtig hierbei zu unterscheiden, dass du nur TSP, also Tramsim-Punkte, für den aktivierten Fahrplan sammeln kannst, wenn du auch im Fahrplanmodus startest. Was diese Punkte genau sind, dazu komme ich nachher gleich. Zum Spielstart kannst du dir aussuchen, in welche Richtung du starten möchtest und an welcher vordefinierten Haltestelle deine Fahrt beginnen soll. Zusätzlich kannst du dir noch die gewünschte Uhrzeit auswählen und wir haben als kleines Gimmick auch noch integriert, dass du dir aussuchen kannst, ob du den sogenannten Covid-Modus aktivieren möchtest, sodass dann alle Fahrgäste und Passanten wie in der aktuellen Situation Masken tragen. Ganz nach deinem Geschmack. Während den Fahrten kannst du Punkte, sogenannte Tramsim-Punkte, sammeln. Diese erhältst du durch verschiedene Aufgaben oder Aktionen, welche du während der Fahrt ausführst, wie zum Beispiel genaues Anhalten, Signale beachten, Pünktlichkeit beim Fahrplan und viele mehr. Verdiente Punkte werden am rechten Bildschirmrand durch TSP-Aktionseinblendungen angezeigt. Führst du hintereinander viele Aktionen richtig aus, kannst du eine sogenannte TSP-Kombo aufbauen. Ist deine TSP-Kombo aktiv, bekommst du für jede nächste Aktion zusätzliche Bonuspunkte. Ob eine TSP-Kombo aktiv ist, lässt sich anhand der grünen Farbe bei den TSP-Aktionseinblendungen erkennen.
Passiert dir jedoch ein Fehler, wird die TSP-Kombo wieder beendet. Aber keine Sorge, du kannst diese wieder aufbauen. Am Ende jeder Fahrt werden im Fahrtbericht alle gesammelten TSP zusammengerechnet und auf deinem Profil gespeichert. Ausgewählter Spielmodus und Fahrtdauer bringen zusätzliche Punkte und werden am Ende der Session dazu multipliziert. Mit den verdienten TSP kannst du Level steigen. Level zeigen dir nicht nur an, wie erfahren du schon bist, sondern du kannst auch neue Features und Belohnungen freischalten. Je höher dein Level, desto mehr TSP benötigst du, um aufzusteigen. Du kannst in deinem Profil jederzeit sehen, wie viele Punkte du schon gesammelt hast und auf welcher Levelstufe du stehst. Mit höheren Leveln wirst du auch verschiedene Überraschungen erleben können. Für Spieler, welche die volle Simulation genießen wollen, können auch in den Einstellungen die angezeigten TSP-UI-Elemente individuell angepasst werden und gegebenenfalls auch ausgeblendet werden. Geh dazu einfach während dem Spiel in das Menü und konfiguriere die Elemente nach deinem Belieben. Wenn die Simulation gestartet ist, kannst du das Pausemenü ganz einfach aufrufen, indem du mit dem linken Mauszeiger auf den oberen Bildschirmrand klickst oder die Taste Escape drückst. Dort kannst du neben den UI-Elementen auch die Uhrzeit einstellen, die Hilfe und das Nachschlagewerk aufrufen und nicht zuletzt auch deinen Fahrplan auswählen. Beim Fahrplan kannst du wie in der Realität aus dem jeweiligen Wagenumlauf die nächste Abfahrtszeit für deine Fahrtrichtung wählen. Die Daten werden dann automatisch in das IBIS-Gerät am Fahrerplatz übernommen. Dabei wird auch die Zugzielanzeige außen automatisch korrekt eingestellt und die Ansagen werden für die jeweilige Haltestelle automatisch fortgeschalten. Auf dem Display siehst du auch die nächsten Haltestellen eingeblendet und die Abweichung zur vorgegebenen Fahrzeit wird dir ebenfalls angezeigt, ob du zu früh oder zu spät unterwegs bist oder bei der Endhaltestelle die Pause abwarten musst. Wenn du die Endhaltestelle erreichst, schaltet der Fahrplan für den ausgewählten Wagenumlauf automatisch um. Wenn du einmal nicht die komplette Strecke fahren möchtest und an einer Haltestelle dazwischen anfangen möchtest, kannst du die Haltestellen auch ganz einfach fortschalten, indem du wie folgt auf den Touchbildschirm am IBIS-Gerät drückst. Somit kannst du auch die Haltestellen überspringen, wenn du eine Kurzführung durchführst, indem du bei einer Wendeschleife entlang der Strecke vorzeitig umkehren möchtest. Alles klar soweit? Kommen wir nun zu unseren Tram-Challenges. Die Tram-Challenges sind kleine, stellen fahrerisches Geschick unter Beweis. Du kannst sie im Hauptmenü starten und wirst dann automatisch durch die Challenge mit Anleitungen geführt. So, die überspringe ich jetzt, weil die sehen wir dann beim nächsten Mal. Also die sehen, schauen wir uns extra an. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß da draußen. Und jetzt sind wir im Spiel. Na bitte. Ah, hier mein Steam-Charakter, sehr schön, ich bin ohne Kenntnisse, na, ist klar. Dann würde ich sagen, starten wir gleich ins Spiel hinein. Wir wählen den Fahrplan-Modus, einfach mal, wir probieren einfach. Fahren Richtung Prater von Stefan Fadinger Platz weg, 12 Uhr und wir haben kein Corona. Ich bin ja selber aus Wien und in der ersten Gasse, wo wir durchfahren werden, habe ich sehr lange gelebt. Deshalb finde ich den Simulator hier auch so spannend. Sehr schön. Na bitte. So. Also, als erstes, ja, mit den Tasten wechselt man in die Außenansicht. Ah, das ist. Der Stromabnehmer ist schon oben. Perfekt. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Also ich bin schon sehr gespannt auf dieses Spiel. Weil ich eben selber hier wohne in Wien und auch sehr viel Zeit beim Einser dort verbracht habe. Noch ein kleines Stück, ich glaube, dann stehen wir hier, war der Haltepunkt. Tür öffnen. Ah, 8 TSP. So.
Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wo war das mit dem... Wo sehen wir, ob wir der Zeit voraus sind oder nicht? Okay. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los, auch wenn das noch nicht passt. Und schauen, was sich in der nächsten Haltestelle ändert. Ja. Und schauen wir mal. Ah, hier sitzen schon die ersten Leute. Sehr schön. Das hier... Oh. Das hier hinten, dieser hohe Turm, das ist der Wasserturm. Der hilft halt, oder früher zumindest, hat der geholfen, in Wien das Wasserlevel auszuklären, damit jeder Haushalt auch genug Wasser bekommt. Und wir haben schon... Windenstraße. Wir haben schon eine Meldung bekommen, dass wir gleich, dass jemand aussteigen will. Sehr schön. Aha. Also ich muss sagen, ich erkenne die Stadt eindeutig wieder, was mir sehr gefällt. Übrigens die Person, die das Tutorial gesprochen hat, das war der Chef vom Entwicklerstudio persönlich. Den habe ich schon in einigen QAs gesehen. Haltepunkt plus 10. Nein, Wahnsinn. Ja, ich weiß noch immer nicht, wo man das sieht. Aber wir fahren einfach mal weiter. So. Dann Türen schließen. Oh. Er war doch schon oben. Wollte eigentlich die Glocke läuten. Genau. So. Und blinken. Sehr schön. Genau. Hier in der Knöllgasse, das ist hier die, habe ich einige Zeit meiner Kindheit verbracht. Weiß ich. Und sie schaut halt echt aus wie die Knöllgasse, wie ich sie kenne. Das. Poststraße. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Den hätten wir sonst mitgenommen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu stark abgebremst, aber... Ja. Naja. Kann man nichts machen. Also mit Verkehr kann ich mir das... Kann das Spiel, glaube ich, schon sehr, sehr stressig werden. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit vorne. 2 Minuten. Jetzt könnte der Zweier hier sein. So. Lassen wir mal alle ein- und aussteigen. Sehr schön. Dann geht's weiter. Ich meine, es schaut natürlich ein bisschen schöner aus als im
als im echten Wien, weil die Straßen sind natürlich nicht alle so nagelneu und so weiter, aber von der restlichen Kulisse her schaut es schon ganz gut aus. Muss man einfach sagen. Auch die Geschäftslokale hier auf der Seite. Davidgasse. Umsteigen zu 7A. Genau, hier, falls ihr das gesehen habt, war ein Asiate. Der wurde von den Eltern eines Schulkollegen von mir quasi betrieben. Also das ist schon alles ziemlich cool. Sehr detailgetreu. Genau, diesen Endzahn gibt es da auch. Oh, da habe ich zu stark abgebremst. Ja, also das mit dem Abbremsen und so weiter, das muss ich noch üben. Und wieder 10 Punkte. Na? Hier links, die gelbe Mauer kommt von hier. Das ist eine Schule. Hier sehen wir uns auch. Wir schauen ein bisschen statisch aus. Dann fahren wir mal weiter. Und hier unten kommen wir dann schon zum nächsten interessanten Teil. Und zwar zum Bustrap-Teil, also zur Unterflurstraßenbahn. Was sehr interessant ist. Knöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. Weil da werden wir dann unterirdisch fahren. So. Ein bisschen weiter vor. Ich glaube, das mit dem Haltepunkt klappt schon ganz gut. Hier sind jetzt die Signalanlagen. Ich weiß zum Glück, was es bedeutet. Und zwar, das Signal heißt, es ist jetzt quasi gesperrt für uns. Wenn 2 Punkte nach oben sind, dann können wir geradeaus fahren. Wenn rechts ein Punkt ist und unten ein Punkt nach rechts. Ja, und hier oben, das sind die Weichen. Das A heißt, es geht gleich los. Das heißt, wir können schon sperren. Na, und los geht's. Hier kommen wir in den Hufstrap-Teil, Straber oder so. Welcher halt auch. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6. 80. 1:1. In Richtung Burggasse. Stadthalle. 62. In Richtung Leinz. 14a. Lokalbahn nach Bad. S-Bahn. Bisschen zu schnell unterwegs. So. Ich glaube, das hier ist die Haltelinie und nicht der Haltepunkt.
Sehr schön. Aber wir haben hier jetzt auch andere Signale. Ja, bitte blockieren Sie nicht den Eingangstür. Sehr schön. Ich würde auch gerne mal die Welt erkunden, wie weit man gehen kann. Weil man kann auch aus der Straßenbahn aussteigen. Da bin ich sehr gespannt drauf. So. Und weiter geht's. Hier bei Station Matzlensdorfer Platz finden wir uns auch, das ist auch gleichzeitig eine S-Bahn-Station. Mache ich irgendwas falsch? Jetzt so langsam fahre? Okay. Irgendwas ist da gerade komisch. Dass man langsam in die Kurve fahren soll. Ja, okay, aber nicht so langsam. Oh, Not aus. Not. Okay, ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Okay. Ja, dann ist ja, ich glaube, da haben wir. Hab ich was falsch gemacht? Na gut. Oh, jetzt hänge ich hier. Ja, na gut. Ich werde schauen, was ich hier jetzt falsch gemacht habe. Bin ich über ein rotes Signal gefahren oder... Ja. Egal. Aber das war's mit einer eher nicht so befriedigenden Folge Tramsim hier auf Steelgame Studio. Mein Name ist das Chaos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich versuche, den Fehler jetzt herauszufinden und werde euch dann auch in der nächsten Folge sagen, was das Problem war. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Ciao!